Ja, also ich habe dann quasi meinen Kurs gehabt in der Tanzschule und dann hatten wir die Bühnenshow. Und dann habe ich gesagt, so, und jetzt will ich das so professionell machen, dass ich das quasi als Beruf, aber ich wollte schon immer auf die Bühne. Also ich habe super gerne unterrichtet und mir hat das auch super viel Spaß gemacht, aber für mich war immer so dieses Ziel, ey, ich möchte auf die Bühne. Mich hat das irgendwie glücklich gemacht. Ich liebe diesen Bühnengeruch. Es ist so ganz schwer zu beschreiben, aber es ist einfach ein unglaublich tolles Gefühl, auf der Bühne zu stehen. Osthessen hautnah. Der Podcast für und mit Menschen aus deiner Heimat. Wir holen die Region ans Mikro. Hallo ihr Lieben, es ist wieder Donnerstag, deshalb herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Osthessen hautnah, der Podcast für und mit Menschen aus deiner Heimat. Ich bin Luisa und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid, denn ich glaube, die heutige Folge wird ganz schön spannend, denn mein heutiger Podcast-Gast hat in ihrem jungen Leben schon, ja, würde ich mal sagen, viel gesehen und erlebt. Sie ist professionelle Tänzerin und genau darüber will ich mit ihr heute sprechen. Ich freue mich riesig, dass du hier bist. Hallo, liebe Lea Bachmann. Hallo, erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf, liebe Luisa. Vielen Gerne. Dank. Ja, zu mir ganz kurz. Ich bin die Lea, ich bin 25 Jahre, bin professionelle Tänzerin und ja, komme aus Fulda. Ja, sehr schön. Ich freue mich, mit dir heute ein bisschen quatschen zu können, weil ich glaube, du hast ja ganz, ganz viele spannende Dinge zu berichten. Aber erstmal fangen wir klein an, würde ich sagen. Denn ich finde immer, man hört von ganz, ganz vielen Künstlern, die sagen, ach, das war irgendwie schon immer mein Traum. Als ich ein kleines Kind war, wusste ich schon, ich will irgendwie Sängerin oder Tänzerin werden. War das bei dir tatsächlich auch so? Ja, das war tatsächlich auch der Fall. Also ich habe dann angefangen, wo ich so, ja, 3, 4 Jahre alt war, immer zu Hause in meinem Zimmer zu tanzen, vorm Spiegel. Und meine Eltern haben das halt gesehen. Und ich habe mich aber schon irgendwie anders bewegt einfach, schon viel mehr Schritte gemacht. Und ich habe einfach schon so ein Gefühl fürs Tanzen entwickelt, wo ich dann halt auch gesagt habe, ja, Mama, Papa, ich würde gern, keine Ahnung, Showtanz machen oder irgendwie ein bisschen in die Jazzrichtung gehen. Und meine Eltern haben mich dann angemeldet bei so einer, wie sagt man, ja, für ganz kleine Kinder, junge Kinder ab 4 Jahren, ab 3 Jahren. Ja, und da bin ich dann hingegangen. Das war hier auch in Fulda und da war ich dann 3,5 bis 4 Jahre. Und so habe ich halt ganz klein angefangen, hatte da einmal die Woche um 17 Uhr mittwochs mein Tanztraining. Und ja, da war ich mal ganz aufgeregt. Das war, hat aber viel Spaß gemacht. Wir waren ungefähr so 20 Kinder. Ja, also es hat damals schon viel Spaß gemacht. Und da habe ich eigentlich schon gemerkt, okay, das macht mir unglaublich viel Spaß und ich will das auf jeden Fall machen. Und ja, so kam das dann quasi. Wurde das bei dir aber vielleicht von irgendwelchen Leuten auch belächelt? Weil das ist ja dann schon auch so ein Beruf, wo man sagt, ja, erst mal gucken, wo es hingeht, mach mal was Richtiges, heißt ja dann auch oft, ohne das jetzt wirklich negativ zu meinen. Ja, also ich glaube, wo ich dann so 4, 5, 6 Jahre alt war, die Leute haben das noch gar nicht gesehen, dass ich das überhaupt beruflich machen wollte. Da war das dann eher so, ja, die macht das als Hobby nebenbei, ist ganz süß, ganz cute. Ja, aber das hat dann erst so angefangen, wo ich dann, ja, so 19 Jahre alt geworden bin. Und dann habe ich dann auch zu meinen Eltern gesagt, ja, ich möchte jetzt noch mehr machen, ich möchte Meisterschaften machen, ich möchte in eine professionelle Tanzschule gehen. Und da ging es halt los. Ich glaube, also mir wurde das nicht gesagt, ne? Ja, warum machst du so einen Beruf? Der ist doch überhaupt nicht sicher. Du brauchst ein geregeltes Einkommen später mal und so weiter und so fort. Ich glaube aber, dass ich gerade das ganz viele gedacht haben. Also man hat das halt gemerkt, wenn ich darüber erzählt habe. Ja, okay, schön. Aber es wurde eher so ein bisschen belächelt, anstatt, ja, ich glaube, die wollten das, also meine Verwandtschaft oder generell die Leute in meinem Umfeld wollten das nicht so wirklich wahrhaben, als ich dann gesagt habe, oh, ich möchte das gern noch viel mehr ausüben, ich möchte noch mehr daraus machen. Ja, weil man aber auch, glaube ich, in Fulda diese Möglichkeit gar nicht, also die hat man hier einfach nicht, wo man sagen kann, okay, jetzt gehe ich den Schritt und mache das professionell oder ja, will halt einfach auf eine
weiterführende Tanzschule, eine professionelle Tanzschule gehen und das dann einfach machen. Ist anders, als wenn man jetzt irgendwie in einer Großstadt ist wie Berlin oder München oder so, wo du die Möglichkeiten halt einfach direkt da hast. Fulda ist ja immer noch eine Kleinstadt, also und die Möglichkeiten sind dann in dem Beruf auf jeden Fall gering. Also gerade wenn du es weitermachen möchtest und wenn du vielleicht dann noch so in andere Sparten reingehen möchtest, wird es dann halt hier schwierig. Ja. Wie bist du dann aber an die Sache rangegangen? Ja, dann bin ich damals ins Holodeck Dance Center gegangen und habe quasi mit zwei Kursen die Woche angefangen und dann kamen Meisterschaften dazu, dann habe ich die Tanzschule gewechselt und dann bin ich zu Steps & Styles Fulda gegangen, wo ich quasi auch groß geworden bin. Also ja, die Hälfte so von meiner Jugendzeit habe ich da verbracht, am liebsten jeden Tag. Also es war eine wunderschöne Zeit, es war wirklich, ich bin da so sehr gewachsen, auch für mich selbst. Und habe dann da auch unterrichtet, habe meine eigenen Kurse gehabt, haben wir dann quasi die Bühnenshows erstellt und dann auf die Bühne gebracht sozusagen. Und so habe ich das dann quasi in Angriff genommen und bin dann quasi in der Tanzschule Steps & Styles Fulda, bin ich dann halt quasi groß geworden in dem Moment. Ja. Und in welche Tanzrichtung ging es bei dir eigentlich? Es hat angefangen, also ich war immer schon so ein Jazzkind. Also Jazz-Tanz generell, das fand ich schon immer ganz toll. Dann kam halt Hip-Hop noch dazu, Voguing. Also es kamen ganz viele verschiedene Stile dazu. Und ich hatte eigentlich für jeden Stil so, ja, mich hat irgendwie alles interessiert. Mhm. Ich war nie abgeneigt von irgendeinem Tanzstil und habe gesagt, oh, ich will jetzt nur in die Richtung gehen oder nur in die Richtung, weil ich immer wusste, wenn ich mal als Tänzerin arbeiten möchte oder generell als Künstlerin, brauche ich halt Vielfältigkeit. Mhm. Und dann habe ich mir halt aus jeglichen Sparten irgendwas halt gezogen und ich fand das immer so interessant, weil dann, wenn du dich dann selbst im Spiegel anguckst und du siehst dich, oh ja, okay, das bin ich jetzt im Hip-Hop-Bereich oder das bin ich jetzt im Jazz-Bereich. Und es ist einfach so schön zu sehen, wie du selbst daran wächst auch, wenn du verschiedene Tanzstile dir quasi selbst beibringst. Mhm. Oder auch von den Trainern, jeder hat da ja so seine eigene Richtung. Und ja, so kam das dann, dass ich mir halt von allen Tanzstilen so ein bisschen was dazugenommen habe. Und auch verschiedene dann unterrichtet hast? Oder hattest du da so eine gewisse Richtung? Ich habe Showjazz unterrichtet. Okay. Genau, ja. Mhm. Das war so mein Favorite, sag ich mal, Favorite-Kurs, ja. Also ich habe für mich selbst viele andere Tanzstile gemacht, aber dann quasi, wenn ich unterrichtet habe, hatte ich Showjazz, ja. Ja, Lea, das in Fulda hat es dir dann aber doch irgendwann nicht mehr ausgereicht und du bist nach Hamburg gegangen. Erzähl uns gerne mal, wie es da für dich weiterging. Ja, also ich habe dann quasi meinen Kurs gehabt in der Tanzschule und dann hatten wir die Bühnenshow. Und dann habe ich gesagt, so und jetzt will ich das so professionell machen, dass ich das quasi als Beruf, aber ich wollte schon immer auf die Bühne. Mhm. Also ich habe super gerne unterrichtet und mir hat das auch super viel Spaß gemacht, aber für mich war immer so dieses Ziel, ey, ich möchte auf die Bühne. Ja. Mich hat das irgendwie glücklich gemacht. Ja. Ich liebe diesen Bühnengeruch, es ist so ganz schwer zu beschreiben, aber es ist einfach ein unglaublich tolles Gefühl, auf der Bühne zu stehen und das Publikum glücklich zu machen. Also es ist so ein ganz, ganz tolles Gefühl einfach und das wollte ich schon immer eigentlich machen. Mhm. Und genau, und da kam das dann, dass ich wusste, in Fulda gibt es einfach keine Möglichkeit, eine Ausbildung darin zu machen. Also habe ich mich halt umgehört, habe halt schon ein paar Workshops gemacht und dann bin ich halt zu Stage School Hamburg und habe da quasi meine Aufnahmeprüfung gemacht und habe dann meinen Vertrag bekommen. Mhm. Ja, und bin dann sozusagen nach Hamburg 2018 gezogen. Ja. Aber das war bei dir immer nur das Tanzen. Das Singen war bei dir genau, auch also dabei? Ich wusste dann quasi, okay, wenn ich das machen möchte, ist es Musical, Bühnendarstellerin. Ja. Das beinhaltet Schauspielerei, Singen und Tanzen natürlich. Und ich wusste dann, okay, gesanglich war da schon immer was da. Mich hat das auch interessiert, mir hat das auch Spaß gemacht. Schauspielern auch. Und dann habe ich sogar hier noch in Fulda ein Jahr lang Gesangsunterricht genommen, weil ich dachte, okay, ich fange mal lieber an, bevor ich dann nach Hamburg komme. Habe dann meine Aufnahmeprüfung natürlich, dafür habe ich es auch letztendlich gemacht. Dass da schon irgendein Fundament ist, dass sie sehen, okay, Hauptfach wird Tanzen sein, aber da ist auch Gesang und Schauspiel vorhanden irgendwo. Genau, und dann hatte ich die Aufnahmeprüfung in Hamburg. Das war im Sommer 2017, Und
Und genau, und dann haben sie mir den Vertrag gegeben für die Ausbildung, die dann gestartet ist im Januar 2018. Und ja, dann habe ich 3 Jahre lang jeden Tag Tanz, Gesang und Schauspiel gehabt. Aber dein Herz ist immer beim Tanzen geblieben. Ja, ich war auch immer, Tanz war ich immer A1-Level und Schauspiel war ich A2 und dann Gesang A3. Also man hat schon immer gemerkt, Tanz ist so mein Hauptding. Und ich habe mich auch immer, wo das dann kam mit Musical-Darstellerin, ich wusste schon immer, dass wenn ich in einem Musical spiele, ich möchte super gerne Ensemble-Rollen spielen, wo ich tanzen kann, singen kann gleichzeitig. Weil meistens die Haupt-Hauptrollen, man kennt das ja, die Musical König der Löwen, was es alles gibt, die Hauptrollen, da ist meistens wirklich nur Gesang und Schauspiel. Außer du hast halt ein spezifisches Tanzmusical, sag ich mal, wie Flashdance, ne? Dirty Dancing. Ja. Da tanzt natürlich die Hauptrolle unglaublich viel. Hab mich dann aber natürlich auf, für mich als beruflichen Werdegang, eher auf Ensemble konzentriert und dadurch hatte ich halt mein Hauptfach in Tanz. Mhm. Ja. Ich stelle mir das irgendwie wahnsinnig schwierig vor, so eine Musical-Ausbildung oder Musical-Darsteller-Ausbildung, weil ich weiß nicht, ob das so in der Gesellschaft drin ist, dass man denkt, das ist so richtig hart und richtig Konkurrenzkampf. Ist das tatsächlich so? Also es war eigentlich an sich schon mal eine Umstellung. Alleine bin ich damals nach Hamburg gezogen. Ja. Erstmal neue Stadt. Dann Großstadt. Großstadt. Ja. Und dann auch komplett auf dich alleine gestellt. Ja. Das Glück war, dass ich ja quasi die Ausbildung gleichzeitig angefangen hatte. Und dann auch direkt mein Freundeskreis hat sich dadurch gebildet. Mhm. Man lernt neue Leute kennen. In der Großstadt geht das unglaublich schnell. Also du kannst alleine irgendwo hingehen und lernst auf einmal 5 neue Menschen kennen. Und es ist ja irgendwie cool, ne? Aber man muss natürlich auch vorsichtig sein. Das ist nicht immer alles so rosig. Mhm. Aber es ist natürlich cool in einer Großstadt, wenn man dann einfach so ganz spontan Menschen kennenlernen kann. Und das hat sich dann quasi so entwickelt. Und ich war auch dankbar, dass ich viele Freunde hatte außerhalb meiner Ausbildung. Weil im Endeffekt, man hatte schon so den Circle innerhalb der Ausbildung von den Leuten. Aber man muss halt auch dazu sagen, man ist auch irgendwo immer ein bisschen Konkurrenz. Mhm. Wie soll ich das? Also es ist schwer zu beschreiben, weil man möchte natürlich mit den Leuten gut sein und man möchte natürlich auch Freundschaften bilden, das ist auch ganz wichtig. Aber auf der anderen Seite hat man dann schon gemerkt, ne, wenn dann ein paar Blicke kamen oder generell Musical-Leute, es ist andere Welt. Ganz andere Welt. Und die reden immer viel und es wird halt auch viel Gossip und alles. Ja. Und man muss, glaube ich, einfach bei dieser Ausbildung einfach den Fokus auf sich selber setzen und sich gar nicht so viel von allem anderen nebenbei beeinflussen lassen. Mhm. Weil nur so kannst du das auch für dich selbst überhaupt machen. Weil ich sag mal so, man ist da wirklich 24/7, 7 Tage die Woche mit sich selbst beschäftigt. Mhm. Und man hat halt wirklich 14 Stunden Training am Tag. Wahnsinn. Also das geht morgens los um 8 Uhr. Und dann abends, quasi um 10 Uhr abends meistens, bin ich erst aus der Schule rausgekommen. Ja. Harte Jahre auf jeden Fall, oder? Genau, und dann hat man immer am Ende des Jahres eine Prüfung sozusagen. Und die entscheidet dann, ob man quasi ins nächste Jahr versetzt wird, weiterkommt oder halt nochmal das Jahr wiederholen muss oder halt dann komplett die Schule verlassen muss. Aber ja, das hat bei dir alles reibungslos funktioniert. Hat bei mir alles reibungslos funktioniert, ja. Das ist auch gut. Ja, man bereitet sich da auch drauf vor, aber es ist natürlich dann der Prüfungsstress. Man muss jetzt keine 8 Klausuren schreiben, ne? Aber man muss trotzdem halt in den 3 Fächern das abliefern und dann kommt da eine externe Jury. Also die kennen uns nicht, die wissen nicht, wie wir gelernt haben und alles und die entscheiden dann quasi, ob du bestanden hast oder nicht. Und ja. Du sagst gerade, es ist jetzt keine Klausur, wo du irgendwie nach der Uni dich dann nochmal hinsetzt und lernst. Du hast das ja dann schon auch alles dann in diesem vollgepackten Tag dann auch. Also als dann Schluss war, konntest du dich dann aber auch mit gutem Gewissen, konntest du die Füße hochlegen oder auch mal weggehen oder war dein Kopf dann schon eher nochmal ein bisschen voll? Also der Kopf ist auf jeden Fall voll, danach komplett. Und es geht ja auch darum, du musst einen Schauspieltext für am nächsten Tag lernen. Du musst den Liedtext auswendig lernen, weil du am nächsten Tag 2 Stunden Gesangsunterricht hast. Du musst dich vorbereiten, du gehst schon mal eine Stunde früher überhaupt, bevor es losgeht, hin, um dich aufzuwärmen, um dich vorzubereiten. Also an sich gehört da noch so viel mehr dazu,
dass dein Kopf eigentlich nur abschalten kann, wenn du wirklich schläfst, deine 5-6 Stunden. Und ansonsten, ja, bist du einfach komplett in dieser Ausbildungszeit wirklich nur mit dir selbst beschäftigt und ja, versuchst das alles irgendwie unter einen Hut zu bekommen, ja. Wie hast du das persönlich geschafft? Gab es für dich auch Punkte, wo du gedacht hast, okay, das war's, ich schaff's nicht mehr? Oder hast du immer dein Ziel vor Augen gehabt? Also ich habe mein Ziel immer vor Augen gehabt, aber es war immer, wenn es Richtung Prüfung gegangen ist. Mhm. Weil das war immer so eine Situation, wir hatten halt auch nebensächlich noch schon Shows, Bühnenshows im Theater. So, die mussten vorbereitet werden. Dann haben wir eigene Nummern kreiert, da mussten wir uns für die Prüfung vorbereiten. Und es entsteht quasi immer dieser Druck. Bin ich gut genug? Kann ich es an dem Tag genauso abliefern, dass ich bestehen werde? Ich darf nicht krank werden, sonst kann ich nicht singen. Es ist so viel, was noch nebenbei halt in deinem Kopf quasi passiert. Ist, ja, ja, dass das emotional total schwierig ist. Und jetzt mal ich rede jetzt nur von der Ausbildung. Alles ja. Private nebenbei läuft ja auch noch ab. Ja, das stimmt. Also das zu verbinden und oder irgendwie auch zu trennen, ist super, super schwierig. Ja. Also da kommt man schon manchmal echt an. Das glaube ich. Und gerade auch im Schauspielunterricht, die Lehrer wollen ja, dass wir emotional auch an unsere Grenzen gehen. Und deswegen ist es auch wichtig, Emotionen freizulassen und das auch rauszulassen. Aber generell privat und Ausbildung zu trennen, ist ja war schon schwierig. Also ja. Das Privatleben muss man auf jeden Fall dann erstmal hinten anstellen, oder? Weil die Zeit einfach fehlt. Komplett, ja. Ja. Und gerade in Hamburg, man will ja auch was erleben, ja. Man will ja mal raus, ne? Und dann meine Freundin so, oh cool, du lebst ja in Hamburg. Und ja, die Stadt liebe ich unglaublich, aber es ist halt trotzdem was anderes, wenn du da lebst oder wenn du mal über ein Wochenende in die Stadt fährst und dann Zeit hast. Freizeit, ja, ein Wochenendtrip nach Hamburg, genau, ja klar. Dann da haben Leute wahrscheinlich schon deutlich mehr davon gesehen als du, die dann da gewohnt hat tatsächlich. Ja. Und dann hat man halt am Wochenende, wenn man dann mal nochmal weggehen wollte, zum Beispiel im Club oder so, ja, dann hast du am Ende 3 Stunden die Nacht geschlafen, weil am nächsten Tag musstest du schon wieder in die Schule oder eine Show oder irgendwas. Ja, ja. Ja, das muss man auch erstmal schaffen. Ja, aber es war ein super schönes Jahr. Also es hat mir alles super Spaß gemacht und ich finde, das gehört auch dazu. Das ist so dieses Großstadtleben, finde ich auch total. Wenn man einfach sagen kann, ach, jetzt gehe ich halt nochmal spontan weg und ich weiß aber auch, dass, keine Ahnung, der Club ist um 7 Uhr, 8 Uhr morgens auf ist und dann gehst du halt wieder ins Theater und hast dann da wieder deinen Job. Also ich fand das schon spannend und ich fand das unglaublich schön zu sehen, wie ich in dem, ich war ja schon 18, aber es ist einfach schön halt zu sehen, wie man selbst so alles erlebt hat. Ja. Und jetzt im Nachhinein natürlich, wie man das alles geschafft hat, von dem Pensum. Ja. Aber es ging irgendwie hat das, irgendwie hat man funktioniert dann. Ja, genau. Was dich ja dann auch dahin gebracht hat, wo du jetzt bist. Hamburg war dann auch nicht deine letzte Station, denn du bist gerade richtig unterwegs in der Welt, oder? Ja, ich habe in Hamburg damals die Ausbildung fertig gemacht und dann kam Corona. So, und das kann jeder bestätigen, der in irgendeiner Branche war, wo Corona das so richtig hat spüren lassen. Ja, gerade wenn man dann mit der Ausbildung halt auch fertig ist und dann steht man da, denkt man sich, okay. Ja, man hat halt diese Ausbildung fertig gemacht und dann steht man da und denkt sich, okay, jetzt bin ich fertig, ich kann loslegen, ich kann arbeiten, Auditions, wo sind sie? Ja. Und dann war halt erstmal gar nichts. Also wirklich, da war mal vielleicht ein Videodreh oder mal für eine Fernsehproduktion mit den ganzen Regeln, wo es halt mal möglich war. Aber Theater, es war alles geschlossen. Und dann kam eine Anzeige von AIDA Casting, vom Kreuzfahrtschiff, Tänzer gesucht. Also sie machen ein offenes Casting und dann habe ich mich beworben. Ja. Und bin auch in die letzte Runde gekommen. Und dann habe ich schon auch einen Vertrag bekommen. Dann kam aber Lockdown Nummer 2. Oh je. Und dann wurde komplett wieder alles abgesagt und verschoben. So, und dann mussten wir wieder warten und wieder warten. Ja, und dann kam, das war nach dem 3. oder 4. Lockdown, I don't know, irgendwas dazwischen. 5. oder 6. wie viele wir hatten, kam dann nochmal die Anzeige von AIDA Cruises und dann habe ich gesagt, ach, jetzt gehe ich einfach nochmal zum Casting hin
und einfach mal schauen, weil ich wusste, Kreuzfahrtschiffe war das einzigst Mögliche, ja, was überhaupt noch ging. Und damals wusste man nicht, okay, kommt vielleicht noch ein nächster Lockdown oder man konnte halt einfach nichts planen, weil alles so aussichtslos war, ja, und keiner konnte ja irgendwas sagen oder dass man mal Bescheid wusste, okay, jetzt kann ich planen und jetzt geht's wieder los. Du hattest ja keine Ahnung, was passiert morgen, also... Genau, genau. Und dann bin ich wieder zum Casting, also sie haben mich wieder eingeladen und dann bin ich wieder in die letzte Runde gekommen und dann habe ich quasi meinen Vertrag für die AIDA Mar bekommen und das war im Sommer 2022. Mhm. Genau, und dann Schlag auf Schlag bin ich dann noch für Jasmin Wagner, also Blümchen aus den 90ern, bin ich noch Background-Tänzerin, also wir sind dann noch auf Tour gegangen im Sommer 2022 und bin dann quasi Ende der Tour bin ich dann aufs Kreuzfahrtschiff gegangen. Ja. Genau, da ging dann quasi mein Vertrag los und mein erster Vertrag war 7 Monate. Ja. Und da sind wir dann losgefahren sozusagen. Komplett neues Team zusammengestellt. Also ich kannte meine Kollegen auch noch gar nicht. Die habe ich dann erst da alle kennengelernt. Und war ganz schön aufregend. Ja. Das glaube ich. Aber wie hast du diese 2 Jahre dann erlebt, als deine Ausbildung war fertig und dann? Also ich habe eigentlich alles angenommen, was ging. Jeder kleine Job, ja, habe ich mitgenommen für mich selbst, aber auch natürlich, damit ich mein Geld verdiene im Endeffekt. Und es war schon, ich habe diesen Beruf nie aufgegeben. Ich wusste, irgendwann hat das ein Ende und es kann wieder von vorne losgehen. Aber es war natürlich auch, wie wir am Anfang gesagt haben, ne, wenn dann die Leute zu dir kommen, ja, ich habe dir doch gesagt, das ist kein fester Job. Und jetzt siehst du es, das hat es jetzt gebracht, ne, und ich wollte mich einfach selbst nie enttäuschen und habe daran so festgehalten, dass es wieder stattfinden wird, ja, dass ich wieder auf die Bühne gehen kann. Aber im Hinterkopf war dann halt auch wieder so, okay, jetzt, was mache ich jetzt eigentlich? Und die Leute werden eh denken, ja, die hat das jetzt umsonst gemacht und der Beruf ist eh nicht sicher, ne? Und ich habe dann nebenbei noch im Testzentrum gearbeitet, ja. Dann gastronomiemäßig habe ich dann in der Bar und im Club gearbeitet, was halt ging, wenn dann jetzt schon wieder der nächste Lockdown war. Klar. Oder halt mit den ganzen Abstandsregeln getestet, geimpft und so weiter. Genesen, genau. Und habe da quasi die Zeit überbrückt, das war 1 Jahr. Genau, so lief das dann. Quasi als Freiberufler wirklich unterwegs sein und wirklich zu gucken, wie du am Ende des Monats quasi über die Runden kommst, und dein Geld zusammenkommst. Ja. Und ja, war so ein bisschen wie in einem Film, kann man sich das vorstellen, wenn so jeder nebenbei herjobbt, aber den eigentlichen Beruf irgendwie ausleben will. Ich finde, es ist aber auch schon so weit weg wieder, oder? Ja. Diese Corona-Zeit. Ja. Es ist alles wieder ganz normal und man kann sich nicht vorstellen, dass es vor 2 Jahren oder 3 Jahren irgendwie Regelungen gab, dass du nur einen Teil deiner Familie sehen konntest. Also ja, ich konnte Wahnsinn. Dann, ich wusste auch gar nicht, soll ich nach Fulda fahren, soll ich in Hamburg bleiben? Dann was ist erlaubt, was darf ich? Ja, darf ich überhaupt im Zug fahren? Ja. Also es war ganz, ganz komisch einfach. Und wenn man dann mal überlegt, es ging einfach Millionen von Menschen so. Es war nicht nur, es waren halt Millionen von Menschen, die nicht wussten, wie es weitergeht, die von Lockdown zu Lockdown irgendwie überlebt haben und versucht haben, überhaupt Geld zu verdienen. Ja. Oder Soforthilfen oder was es nicht alles gab. Ja. Und dann zu überlegen, dass es einfach so viele waren, denen es so ging. Also ich war ganz oft in der Zeit auch in meiner alten Tanzschule, wo ich hier in Fulda war. Und ja, wir haben einfach alle gehofft, kann es jetzt mal wieder losgehen, weil wir saßen ja alle bereit. Klar. Es war nur jeden Tag hat man geguckt, wie die Zahlen steigen oder sinken oder Man hat einfach nur gehofft, dass es jetzt wieder losgeht. Oh ja, ja. Ja, wie war das dann für dich, dass es dann, dass die Zusage dann kam, dass du es geschafft hast auf der AIDA und dass du endlich in deinem Job loslegen kannst? Ja, also ich habe dann die Zusage bekommen und parallel kam dann noch die Zusage für Jasmin Wagner und dann war auf einmal so, okay, Tour, okay, Schiff und es war so von nichts tun, also was heißt nichts tun? Von 0 auf 100? Ja, von 0 auf 100 auf einmal wieder durchgestartet und wenn man diesen Beruf macht, es hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber der Körper darf eigentlich nie
sich ausruhen oder schlafen. Oder wenn man dann halt merkt, dass man ein Jahr, gerade wenn man 3 Jahre lang Ausbildung gemacht hat, jeden Tag 14 Stunden Training zu körperlich quasi fast gar nichts gemacht hat und dann auf einmal kommt, komplettes Jahr ist eigentlich jetzt schon verplant. Das war natürlich eine Umstellung, ja. Aber mich hat es unglaublich erfüllt und es hat mich extremst glücklich gemacht. Und ich hatte auch bei Jasmin Wagner ein super Team. Also es hat super viel Spaß gemacht, diese ganze Tour. Wir sind durch ganz Europa gereist. Wir waren jeden Tag woanders. Cool. Teilweise hatten wir 2 Shows am Tag. Also dann sind wir zum Beispiel nach Stockholm geflogen, sind dann wieder zurückgeflogen nach Frankfurt, weil die Show dann da war. Und das alles an einem Tag, hatte man irgendwie so 2, 3 Shows. Es war auch anstrengend, aber es war unglaublich eine ganz, ganz tolle Zeit. Und dann ging es los, Ende Juli quasi aufs Schiff zu gehen. Und wir sind damals in Warnemünde aufgestiegen und mussten vorher noch Corona-Test. Also damals musste man auch noch mit Maske auf dem Schiff rumlaufen. Und ja, dann haben wir erstmal das Team kennengelernt, weil ich war die einzige Deutsche in meinem Team. Ich hatte ganz viele aus England, Amerika, Brasilien. Und dann kamen wir erstmal alle zusammen. Und dann ja, hatten wir 5 Wochen lang Proben. Also das Show-Ensemble, was die derzeitigen Shows dann macht, ist auf dem Schiff. Und die, die neu quasi kommen, als neue Show-Ensemble, die haben erstmal lang, also 5 Wochen lang nur Proben und lernen die Shows sozusagen. Und dann kam wieder dieser Rhythmus, wo wir jeden Tag 14 Stunden Training hatten. War das auf der AIDA dann auch so tatsächlich? Genau, wir haben dann, also bei dem ersten Vertrag war es so, dass wir am Anfang in Passagierkabinen waren, weil das derzeitige Show-Ensemble ja noch quasi in deren Crew-Kabinen war. Und ja, das war am Anfang ganz toll. Also die Probenzeit war intensiv, aber ja, war schon schön zu sehen, wie dieser Prozess ist, dass du 5 Shows dann lernst oder 6 Shows in der kurzen Zeit mit Leuten, die du gerade erst kennenlernst und musst dich dann quasi auch anpassen und als Team funktionieren, gerade auf der Bühne. Ja, und dann hatten wir unsere Passagierkabine, die kann man sich ein bisschen größer vorstellen. Ja, und dann nach 5 Wochen sind wir dann in den Crewbereich runtergekommen, sind dann einmal umgezogen. Ja, und dann, ich habe ja in Hamburg alleine gelebt, hatte so eine süße 40 Quadratmeter Wohnung mit Balkon, das war echt toll. Ja, und dann habe ich diese Tür aufgemacht von dieser Crewkabine und dachte mir nur so, oh mein Gott, was ist das hier? Es war, du hast die Tür quasi aufgemacht und bist schon gegen die Badezimmertür gekommen. Und ich musste mir die Kabine beim Erstvertrag halt noch teilen. Okay. Also die Tänzer teilen sich mit den Artisten, die Sänger haben eine Einzelkabine. Und ja, dann wirst du da quasi reingeschmissen in eine 6 Quadratmeter Kabine, hast da dein Hochbett. Der Vorhang ist so die einzige Privatsphäre, die du hast. Und das Mädel, mit der ich mir die Kabine geteilt habe, war aus Amerika, ja. Die kam aus Los Angeles. Mhm. Und ja, es ist halt so krass zu sehen, dass du 2 Mädels verschiedenen Alters, verschiedener Herkunft, Kultur und alles zusammenpackst auf 6 Quadratmeter. 6 Quadratmeter packst. Beide anders aufgewachsen, beide einen anderen Lebensstil. Also es war halt super verrückt zu sehen. Und ich war am Anfang echt ein bisschen überfordert. Es war schon eine krasse Umstellung. Weil, ja, das Badezimmer, also ist jetzt die Hälfte von dem Raum hier, wo wir sitzen. Das Badezimmer. Ja. Also du konntest quasi auf die Toilette gehen, duschen und Zähne putzen gleichzeitig. Oh, alles Gottes in einem. Willen. Und wenn halt das Schiff teilweise schwankt, musst du halt aufpassen, dass das Wasser nicht halt überschwappt, weil das kommt dann immer wieder zurück. Und ja, aber im Endeffekt haben wir uns gut arrangiert und es war dann echt möglich so, ne, dass das geklappt hat bei uns beiden. Sie ist dann aber nach ein paar Monaten weggegangen, weil für sie war das Schiffsleben nicht. Mhm. Das kann schon passieren, gerade wenn man das zum ersten Mal macht. Ja, klar. Und ja, dann hatte ich die Kabine noch bis zum Ende des Vertrages für mich und das war dann auch in Ordnung. Das glaube ich. Nimmt man auch gerne mit, glaube ich. Genau. Und dann haben wir ja die Shows übernommen und ja, dann haben wir quasi unseren Alltag da gehabt auf dem Schiff. Und man arbeitet da auch 7 Tage die Woche. Aha. Ja. Du sagst gerade Alltag auf dem Schiff. Für die, die jetzt zuhören, die können sich das, glaube ich, ganz, ganz schwierig vorstellen, so ein Schiffalltag. Deshalb nimm uns gerne mal mit. Ja, also du hast, ich sag jetzt mal von dem Leben, wenn wir wirklich die Shows spielen. Also die Probenzeit ist rum. Wir beginnen, wir spielen die Shows. Der Tag sieht so aus. Wir stehen auf, lass es
10 Uhr sein, ganz entspannt, weil wir haben ja abends unseren Job, wir arbeiten ja halt abends. Dann, wenn wir an Land sind, also kommt drauf an, wo wir dann gerade an dem Tag sind, gehen wir raus, gucken uns ein bisschen die Stadt an oder den Ort, whatever es da gerade gibt. Dann kommen wir zurück, dann essen wir was, weil auf dem Schiff kriegst du auch 24/7 Essen, auch die Crew. Also wir sind da echt super versorgt, sage ich mal so. Und dann ab 17 Uhr, also 5 Uhr, geht es dann Haare und Make-up, geht es in die Maske, dann Kostüm an und dann haben wir 2 Shows am Abend. Also der Arbeitstag ist dann quasi von 17 Uhr abends bis 11 Uhr, ja. 11, halb 12, sag ich mal, bis wir dann fertig sind. Und dann meistens sitzt die Crew noch zusammen, trinkt ein Weinchen und lässt so den Tag quasi Revue passieren, weil wir sind ja über 60 Nationen da und man hat ja verschiedene Bereiche auf dem Schiff, sind ja nicht nur wir da, weil wir haben ja an sich mit den Passagieren nicht wenig so zu tun. Die sehen uns auf der Bühne, aber jetzt wie das Housekeeping oder die am Bar oder Restaurant arbeiten, die haben nochmal einen ganz anderen Bezug zu den Gästen. Den haben wir einfach nicht. Und dann am nächsten Tag sind wir dann an dem nächsten Ort und dann gehen wir wieder raus und erkunden den Ort. Also es ist, ich liebe das so sehr, auf dem Kreuzfahrtschiff zu sein, weil ich meinen Beruf ausleben kann, aber ich sehe einfach unglaublich viel von der Welt. Und man lernt so viel von Kulturen, von anderen Menschen. Man sieht einfach Orte, die man noch nie im Leben gesehen hat und denkt sich so, ach, auch schön. Also, oder wie leben die Menschen denn hier? Ne? Man kann das vielleicht, man sieht das dann im Fernsehen oder keine Ahnung, aber wenn man dann selbst nochmal live da ist und lernt auch deren Kultur kennen, egal in welchem Land du bist, in welchem Kontinent, du wächst einfach unglaublich selbst auch für dich selbst. Also, glaube ich. Super Lebenserfahrung einfach. Ja. Und du sagtest, ihr habt 2 Shows am Abend. Was sind denn das für Shows? Was kann man sich da eigentlich drunter vorstellen? Also es geht ja darum, quasi den Gästen oder Passagieren einen schönen Urlaub zu machen. Das heißt, die Shows sind jetzt nicht wie in einem Musical mit einer deepen Story, also mit einer tiefgründigen Geschichte dahinter oder so. Es geht einfach nur um den Leuten einen super Abend zu bereiten, dass sie einfach eine nice Show haben und am besten am Ende noch aufstehen und mittanzen. Mhm. Das ist das Ziel natürlich. Also wir haben von Rockshows, Popshows bis zu nur Tänzer-Artisten-Shows, das dann geht dann eher in die klassischere Richtung. Ja. Wir haben eine Vorstellungsshow, also wo dann auch Videos von uns gezeigt werden, wo wir dann sagen, hi, mein Name ist Lea, bla bla bla, und dass die Gäste halt wissen, okay, das sind jetzt deren Show-Ensemble für die ganze Reise und dass sie uns dann halt auf der Bühne wiedererkennen sozusagen. Und ja, wir haben eine Queen-Show, es gibt eine ABBA-Show, Can You Feel It, das ist 70er zum Beispiel, 80er, es geht also komplett, eine Beatles-Show haben wir, also es ist wirklich... Alles mit dabei. Alles mit dabei, ja. Ist für jeden Geschmack eigentlich, je nachdem, was derjenige gerade sich angucken will, vielleicht dann, ist alles dabei sozusagen. Ja. Dann kommt dir wieder zugute, dass du damals auch mit allem angefangen hast, von den Tanzrichtungen her, oder? Das stimmt. Also man sieht das halt, dass jede Show so ihren eigenen Stil hat. Ja. Und man hat halt unglaublich viel Partnering auch. Also Hebungen, Lifts zum Beispiel mit meinem Tanzpartner dann zusammen. Die Sänger, die machen dann ja quasi ihre Songs, die singen dann gibt es Soundcheck vorher immer. Wir stellen alles auf der Bühne, dann bewegt sich die Bühne, dann müssen wir alles auf der bewegten Bühne einmal durchgehen. Und wir haben ganz viele verschiedene Tanzstile. Also es kommt dann im Endeffekt zugute, weil man das dann wirklich braucht. Ja. Also du bist auch immer noch auf der AIDA, oder? Also du hast gesagt, 2022 gestartet und... Genau, und dann habe ich wieder quasi über den Sommer bis Anfang August wieder für Jasmin Wagner war ich quasi hier in Deutschland. Und dann hatte ich jetzt meinen zweiten Vertrag, der ging August 2023 los. Und ist jetzt erst am 1. März geendet. Und der war quasi Skandinavien, Nordeuropa sozusagen, ging es dann runter, Afrika quasi die Küste, Kanaren und dann Richtung Karibik. Mhm. Und jetzt in der Karibik waren wir noch 4,5 Monate, ja. Ach, oh, wow. Ja, es ist auf jeden Fall wie man es im Fernsehen kennt, also mit den Stränden und dem Beachspaß und... Also Karibik war auch wunderschön zu sehen und jeden Tag 35 Grad. Und dann lande ich in Madrid, bin ich zuerst gelandet und hat
die Stewardess die Tür aufgemacht und ich sage noch zu meiner Kollegin, ich so, ach, ist jetzt die Klimaanlage an? Sie so, nee, ist jetzt das Wetter hier. Ich so, oh, schön. Gar nicht mehr gewohnt. So 20 Grad Unterschied einfach. Ja, aber nee, Karibik war auch ein wunderschönes Ziel und jetzt geht's am 20. Mai schon wieder weiter. Ach ja. Ja, also die Pausen sind relativ kurz. Also ist das so, dann der nächste Vertrag dann? Genau, der ist dann der nächste Vertrag. Ist auch dieselbe Schiffsklasse, wo ich jetzt zuletzt war. Ja, und das und dann hat man quasi, habe ich wieder 2 Monate Pause und dann geht es quasi wieder weiter. Ach ja. Ja. Und dann geht es jedes Mal eine andere Route und dann auch ein anderes Schiff. Und jedes Schiff hat auch andere Shows. Also man lernt jedes Mal neue Shows quasi neu ein, sozusagen. Was ja auch für dich total cool ist, oder? Ja, weil so wird es nie langweilig. Genau. Weil gerade wenn du für 7, 8 Monate, sage ich mal, immer dieselben Shows spielst, ne? Klar, du hast super viel Abwechslung, weil du ja tagsüber rausgehen kannst und du siehst jeden Tag einen anderen Place, sag ich mal. Ist es trotzdem schön, ne? Und ich sag mal so, auf dem Schiff, das kann man, darf man sich nicht vorstellen wie auf dem Land. Weil da hat man noch eine zweite Rolle, eine Nebenrolle, eine Swing-Position, also eine Rolle, die alle rollen kann. Und auf dem Schiff gibt's uns. Und wenn einer krank ist, musst du halt komplett alles umstellen. Mhm. Oder wenn ein Sänger krank ist, müssen die Sänger die Liedtexte übernehmen. Also, und wenn das dann spontan kommt, also wir haben auch einen Arzt auf dem Schiff, der lässt uns dann noch krank schreiben. Es ist wie an Land, aber es ist halt einfach nicht so einfach zu handeln wie an Land, wenn dann mal was ist. Weil die Passagiere zahlen trotzdem um ihre Shows. Natürlich, und die sind auf dem Schiff. Also. Genau, und die wollen trotzdem ihr Abendprogramm. Ja. Und dann müssen wir halt dann, sagen wir mal um 10 Uhr an dem Tag, sagt dann, ja, derjenige ist krank, wir müssen einmal alles umstellen, neue Formation, alles. Ja, und dann ist das halt so und dann müssen wir halt alles umstellen. Dann geht zwar der Tag flöten, dann können wir halt nicht von Bord, aber es ist nun mal unser Job und das gehört halt dazu. Ja. Und dann muss man halt einfach den Tag dann nutzen, alles einmal umstellen, alles neu machen und dann, um dann halt abends wieder für die Passagiere da zu sein. Ja. Und denen eine schöne Show zu geben. Du hast jetzt ganz viel so aus deinem beruflichen Alltag erzählt, aber nimm uns gerne auch mal jetzt auf deine ganz persönliche Lea-Seite mit. Wie geht's dir denn so im Kopf? Ist das auch manchmal so, wenn man dann so lang unterwegs ist, dass man schon auch Heimweh hat, oder ist die Crew für dich so wie eine zweite Familie auf dem Schiff geworden? Also ich war schon immer so ein Mensch, ich wollte unbedingt raus und was von der Welt sehen. Ich hatte nie wirklich, jetzt entschuldige ich mich, wenn meine Eltern das hören und alle, ich hatte nie wirklich großes Heimweh. Also man ist ja heutzutage überall mobil, ne? Ja. Man ruft an, ist alles gut, ja super, was machst du? Und man kann sich sogar sehen. Also FaceTime, es geht sogar auf dem Schiff, ja, wir haben sogar WLAN, es geht alles über WhatsApp und deswegen ist das eigentlich gar nicht so, dass ich jemals wirklich Heimweh hatte, ne? Und solange ich weiß, es geht allen gut zu Hause, geht es mir auch gut. Und dann mache ich mir da einfach keine großen Gedanken, sondern versuche mich einfach, okay, jetzt bin ich auf dem Schiff, jetzt habe ich, keine Ahnung, 1000 andere Leute um mich rum von der Crew. Mhm. Und mit denen verbringe ich jetzt einfach meine Zeit. Und dann, ich finde das einfach so, das sind auch Erfahrungen, die du machst, wenn du mit so vielen verschiedenen Menschen zusammen bist. Klar. Man versteht sich auch nicht mit allen, ne? Also es ist jetzt nicht, dass du sagst, ach cool, mit dem verstehe ich mich nicht. Nee, und du lebst dann aber trotzdem mit diesen Leuten auf engstem Raum zusammen, wenn du einfach merkst, oh, die Chemie, die passt dir halt gerade gar nicht. Aber nee, ich passe mich dann eher an und versuche das quasi so zu akzeptieren. Jetzt bin ich hier, jetzt habe ich diese Leute um mich herum, mache ich das Beste draus und erzähl mir doch deine Story oder du erzählst mir deine Story und dann lernt man sich einfach kennen. Ja. Und man kann ja trotzdem auch für sich selbst was auf dem Schiff machen. Du musst ja nicht nur mit deinen Leuten zusammen sein. Ja. Auch wenn es schwierig ist, weil der Platz ist ein bisschen, ne, begrenzt. Aber nee, das ist schon eine Familie geworden. Ja, es ist eine Familie. Mein Freund zum Beispiel, der ist Sänger, den habe ich auch damals kennengelernt auf dem Schiff. Der kommt aus London. Und den habe ich damals kennengelernt und seitdem reisen wir zusammen um die Welt. Und für ihn ist das auch so, wenn er jetzt zum Beispiel aufs Schiff geht, einfach die Leute akzeptieren und sagen, hey, ich bin der und der, lass uns kennenlernen. Und
ja, wir verbringen jetzt einfach die nächsten 7 Monate zusammen. Aber kann man das dann irgendwie planen, dass man dann zusammen ist? Weil wenn du jetzt einen neuen Vertrag startest, ist das dann auch wieder eine komplett neue Crew oder seid ihr da schon auch immer so ein bisschen gleich? Also es kommt immer eine komplett neue Crew zusammen. Du kannst es anfragen. Wir haben natürlich angefragt, dass wir die Verträge zusammenfahren können. Aber es kann schon sein, dass die dann sagen, ey Jordan, du musst jetzt auf das Schiff für 5 Monate und Lea, du musst jetzt auf das Schiff für 6 Monate, so zum Beispiel. Ja. Und dann würden wir wissen, ja, wir werden uns 6 oder 7 Monate halt nicht sehen am Stück. Aber das gehört nun mal zu unserem Beruf dazu. Und ich glaube, jeder, der diesen Beruf eingeht oder generell was Künstlerisches macht, weiß, wie wichtig es ist, diese Jobs zu haben, das zu leben. Aber auch gleichzeitig, man muss einfach Abstriche machen. Man muss es einfach akzeptieren. Mir bringt es nichts, mich jetzt darüber aufzuregen, oh, jetzt würde ich nicht mit ihm zusammenfahren oder ich kann jetzt nicht mit meinem Tanzpartner den nächsten Vertrag fahren, obwohl wir so gut harmoniert haben, den letzten Vertrag. Man muss sich halt einfach auf neue Leute immer einlassen, weil das einfach komplett zusammengewürfelt wird. Also das kommt immer von AIDA pro Schiff, also pro Vertrag, kommen dann immer neue Leute dazu. Mhm. Ja. Du hattest eben schon Jasmin Wagner angesprochen. Jetzt nehmen wir uns gerne mal mit. Wie kommt man denn als Tänzerin zu Jasmin Wagner? Ja, also man ist da quasi durch eine Agentur. Ich bin eine Agentur in Hamburg und bin dadurch quasi reingekommen. Es war erst so, sie haben noch eine Tänzerin gesucht für die Tour 2019. So, und dann hatten wir da die Tour. Da habe ich aber erstmal nur, ich glaube, 3, 4 Shows mitgemacht, weil das war quasi schon Ende der Tour. Und die eine Tänzerin hatte einen anderen Job und musste weggehen. Und ich bin dann quasi neu reingerutscht, sozusagen. Und so kam das. Und seitdem sind wir, seit 2019 bin ich mit ihr auf Tour. 2020 war, ja, nicht so stark. Und 2021 auch nicht. Ja. Aber dann jetzt ab 2022, über den Sommer rum halt komplett haben wir die ganzen Shows, hatten 2022 da in der Felddienstarena auf Schalke, das war dieser Auftakt sozusagen und das war schon, also da hatten wir 65.000 Leute im Stadion, das war schon, es ist immer, wenn man auf der Bühne steht und man steht vor so vielen Menschen, ist es meistens nicht so, ich sage mal dieses Wort, man fühlt sich nicht so nackig. Weil wenn man zum Beispiel jetzt auf dem Kreuzfahrtschiff, ne, man hat da trotzdem die 500 Leute sitzen oder die 1000 Leute im Theater, bei AIDA ist das ja alles offen gehalten. Ja. Aber die Leute sitzen so nah an der Bühne dran, dass du halt, also die starren dich halt an, ne? Und das ist halt, dann musst du da erstmal ein bisschen reinkommen, ne? Musst du wieder, okay. Und bei solchen Shows halt oder gerade Open-Air-Festivals, generell, wo viele, viele Leute sind, fühlst du dich halt einfach ein bisschen, also nicht so nackig, ne? Das ist nicht so ausgezogen, sondern eher so, das ist jetzt der Frontsinger. Ich muss den Frontsinger quasi gut aussehen lassen. Mhm. Ich muss das Bühnenbild kreieren. Ja, und so sieht man das einfach, weil bei AIDA ist man Solotänzer. Ja. Da hat man das quasi nicht, dass es einen Frontsänger gibt und man ist dahinter, sondern bei Jasmin Wagner ist es dann halt quasi, ja, so, also andersrum. Und dann haben wir ganz viele Videodrehs für sie gemacht, auch noch währenddessen. Und ja, also Jasmin ist eine ganz, ganz tolle Person. Es macht jedes Mal super, super Spaß, mit ihr auf Tour zu sein. Und generell bei den 90er-Festivalen, da kommen dann alle 90er-Stars irgendwie zusammen. Oh, ich stell's mir so cool vor. Und ist dann wie so ein großes Familientreffen. Ja. Und dann sieht man die alle so, aber ich bin ja 98 geboren und ich kenne ja teilweise manche auch gar nicht, ne? Und sie, ja, ist Dr. Alban, Scooter, bla 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 und alle. Und ich nur so, ja, cool, hi. So, wie alt bist du? Ja, ich bin 98 geboren. Ach, hast ja noch 2 Jahre erlebt. Ich wollte gerade sagen, du bist noch 90er-Kind, also. Ja, aber was war vor 2 Jahren? Da habe ich ja noch gar nicht. Da habe ich ja noch gar nicht irgendwas realisiert, deswegen. Ja. Aber es ist halt immer wie so ein großes Klassentreffen, was da zusammenkommt, ja. Ja, hört sich auf jeden Fall sehr, 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 sehr cool an. Ja. Ja, Lea, ich glaube, dass viele junge Hörer jetzt denken, boah, ja, das, oder die halt auch so den Traum haben. Was würdest du denen mitgeben, jetzt mit deiner Erfahrung, die du in den letzten Jahren gesammelt hast? Hast du Tipps oder wie man's angehen könnte? Also mein Spruch ist immer, das habe ich auf meiner Tasche stehen, do it for yourself. Also egal, was du in deinem Leben machen möchtest, mach es nur für dich selbst.
wenn du den Wunsch hast, diesen Beruf auszuüben oder generell in eine künstlerische Richtung zu gehen und Leute kommen und sagen, nein, das wird nichts, bla 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 und alles negativ, negativ, weil du hast nun mal die Leute um dich rum, die das auch sagen werden, mach's trotzdem. Mhm. Ich hatte das unglaubliche Glück, dass ich einen sehr, sehr gestärkten familiären Background hatte und dass mich meine Eltern in allem unterstützt haben. Also wirklich, da war ich so dankbar für, weil das ist auch nicht selbstverständlich, dass da familiär einfach so ein Fundament ist, wo ich sagen kann, oder meine Eltern gesagt haben, mach das, geh nach Hamburg. Ne? Also erstmal musste ich mein Abitur machen, das war, mach dein Abitur, aber dann gehst du nach Hamburg. Und dass die halt hinter mir standen. Und deswegen sage ich auch immer, selbst wenn das nicht so ist, trotzdem versuchen, wenn man das wirklich möchte, weil wir haben in Deutschland viele Möglichkeiten. Ja. Wir haben mittlerweile auch viele Schulen, die eine Ausbildung anbieten, ob das privat ist oder staatlich. Und wenn man den Traum hat, einfach alles dran versuchen, alles dran setzen, das umzusetzen. Mhm. Aber natürlich auch immer mit einem gewissen, einer guten Selbsteinschätzung daran gehen. Also man sieht das immer bei so DSDS-Castings, ne? Wenn dann so Leute kommen, ja, meine Mama hat gesagt, ich kann gut singen oder keine Ahnung. Und dann, also man sollte schon eine gute Selbsteinschätzung haben, zu sagen, okay, da ist was da. Da ist was da und ich sehe mich auch in diesem Beruf und das macht mir Spaß und das ist auch meine Leidenschaft. Weil nur so kannst du da auch wirklich dieses Ziel dran setzen, weil es kommen diese ganzen Faktoren drumherum und es ist nicht jeder Tag wundervoll und du stehst auf und oh ja, toll, 14 Stunden Training und danach, dann gehe ich wieder schlafen. Und der nächste Tag wieder. Es ist halt so viel mehr und da muss man sich einfach drüber bewusst sein. Und halt, dass man reiselustig ist, dass man neue Menschen kennenlernen möchte. Ja. Trotzdem aufpassen, weil die Branche ist auch nicht immer, also es wird immer viel, ach du bist so toll, hi, oh, nice to see you, bla bla und man muss trotzdem aufpassen, weil es ist nicht immer alles so Gold, was so glänzt. Ja, rosig würde ich beschreiben. Und da einfach für sich selbst wissen, okay, ich möchte den Weg jetzt gehen, aber ich weiß auch, dass es nicht einfach wird und dass es halt schwierig wird, auch für sich selbst immer zu sagen, ich gebe nicht auf, ich gebe nicht auf, gerade wenn sowas wie Corona kommt oder deswegen, einfach. Es gibt Höhen und Tiefen. Genau, es gibt Höhen und Tiefen. Aber es ist, glaube ich, in jedem Bereich einfach so. Es ist einfach das normale Leben, würde ich sagen. Ja, da muss man aber auch erstmal ankommen. That's life, Ja, Lea, du hast gesagt, im Mai geht's weiter auf der IDA für dich. Wo geht's denn hin eigentlich? Also im Sommer über. Ich habe jetzt den Vertrag bis Ende Oktober. Da ist quasi Island, Norwegen, Skandinavien. Und dann geht es eher in die kälteren Gebiete wieder. Aber Stockholm, Oslo, wunderschöne Städte. Es geht Richtung Großbritannien auch. Also, Bist aber ein bisschen weit weg von den 35 Grad, glaube ich. Ja, ist leider sehr weit weg. Aber es gibt, ich habe gelesen, im Sommer in Norwegen kann es auch mal, ich glaube, 20 Grad geben. Ah ja, die nimmst du mit. Die nehme ich mit. Und es wird ja nie dunkel nachts. Stimmt. Das schon mal, auf der Kabine hat man eh kein Fenster. Du weißt eh nie, wie viel Uhr es ist, du weißt ja, wie es draußen das Wetter ist. Lässt dich einfach überraschen. Ja, was soll ich heute anziehen? Weiß ich nicht. Ich gucke mal auf die Kamera. Wir haben immer so eine Kamera, da wird die Bugkamera vorne gezeigt. Und dann siehst du meistens das Wetter und versuchst, sich so anzupassen. Karibik war einfach, da konntest du jeden Tag rausgehen, kurze Hose, top, fertig. Warst du richtig angezogen. Und jetzt vielleicht, keine Ahnung, Jäckchen, Wanderschuhe, weil Fjorde sind ja auch ein bisschen, sehr viel wandern. Aber es wird auch schön. Ja, dann geht's ja für dich bald los. Ich wünsche dir auf jeden Fall schon mal ganz, ganz, ganz viel Spaß. Vielen Dank. Danke. Bevor ich dich jetzt aus dieser Kabine entlasse, würde ich dich gerne nochmal einladen zu unserer Entweder-Oder-Runde. Entweder-Oder. Heimat-Edition. Ich glaube, die erste Frage kann ich mir eigentlich sparen. Ich stelle sie dir trotzdem. Singen oder tanzen? Tanzen. Fulda oder Hamburg? Hamburg. Tourlife oder Kreuzfahrtschiff? Oh, schwierig. Ich muss mich entscheiden, ne? Geht auch beides, wenn es wirklich 50-50 ist. Wirklich beides. Ist beides wunderschön. Also komplett verschieden, aber ich mag beides. Sehr gerne, ja. Jetzt gehen wir noch mal ein bisschen auf Fulda ein. Wasserkuppe oder Milseburg? Wasserkuppe. Und Weinfest oder Genussfestival? Weinfest. Sehr schön. Psst.
dein Geheimtipp für Osthessen? Ja, der Geheimtipp ist eigentlich, was ich eigentlich, wenn ich in Fulda bin, da bin ich eigentlich jeden Tag, das sind einmal ja die Läden von meinen Eltern, das ist einmal das Hopfenglück Fulda, Doppeldeck Fulda und der Landeplatz. Und ja, da beginnt meistens mein Tag mit einem Lachsbrot im Landeplatz und dann hört das auf mit einer, ja, mit einem Schnitzel im Brauhaus, also im Hopfenglück. Und dann ja am Doppeldecker. Ich bin da eigentlich, wo meine Familie ist. Und das die Zeit muss ja auch ausnutzen einfach. Genau, und da ist meine Familie einfach. Ja. Und deswegen ist das mein Geheimtipp für Osthessen, ja, weil ich da auch schön. Super, super gerne bin. Ja. Also selbst wenn ich hier in Fulda mal nur für eine Woche bin, bin ich da eigentlich jeden Tag. Und wo die Familie ist, da bin ich dann auch. Ja. Wäre ja auch schlimm, wenn nicht, oder? Ja, natürlich. Aber da bin ich ja auch gerne. Ach, ja. Wenn man die Familie dann halt 7 Monate nicht sieht, dann will man ja auch jeden Tag, ne? Glaube ich, die ja. Zeit, die man hat, die will man dann auch auf jeden Fall voll ausnutzen. Nutzen. Voll, ja. Gut, liebe Lea, ich habe es eben schon gesagt, ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Spaß, wenn es für Dankeschön, dich bald wieder danke. Losgeht. Es war richtig spannend, so einen Einblick zu bekommen. Für mich ist es wirklich wie ein komplett anderes Leben. Also kann man schon ein bisschen neidisch werden bei dem, was du so ein bisschen erzählt hast, was du schon alles gesehen hast. Aber ja, dafür hast du auch ganz schön hart gearbeitet auf jeden Fall. Das stimmt. Ja. Viel Spaß. Vielen und Dank, ich hoffe, ihr hattet auch heute wieder ganz viel Spaß beim Hören. Und wenn ihr selber mal Teil vom Podcast sein möchtet, dann könnt ihr mir gerne schreiben unter podcast@osthessen-news.de. Eine neue Folge gibt's dann wie immer am nächsten Donnerstag. Jetzt habt erstmal eine tolle Woche und bis dahin, macht's gut. Osthessen hautnah ist eine Produktion von Osthessen News und Medienkontor Fulda.